Nachdem mir der Terra sehr gut geschmeckt hat, wird es jetzt Zeit, mal ordentlich auf See zu gehen. Moin Leute, herzlich willkommen bei Malte und Marc Talk Malls. Heute wieder mit mir alleine, Malte. Und ja, ich habe am Montag von Morrison den Terra besprochen, ein Single Malt Isla Whisky oder Isla Single Malt Whisky, wie auch immer ihr es nennen wollt, aus einer nicht näher genannten Brennerei. Und habe da schon versprochen, dass ich dann heute die Fassstärke probieren werde, die auf den schönen klangvollen Namen Mara getauft wurde, hört. Und ja, wie gesagt, Fassstärke von Isla nicht weiter genannt. Meine Frage des Tages habe ich beim letzten Mal schon gestellt. Ich wiederhole sie einfach nochmal kurz. Ihr könnt gerne nochmal kommentieren. Was ist euer liebster unnamed Isla Whisky? Es gibt ja ein paar. Scarabus wäre da eine Sache. Oder der Classic auf Isla. Vielleicht auch ein paar andere, von denen ich noch nichts gehört habe oder so. Sagt doch einfach mal, was gefällt euch da gut. Jetzt zum Mara. Wie gesagt, die Fassstärke 58,2% Alkoholgehalt. Von der Aufmachung her eigentlich genauso wie der Terra. Gefällt mir sehr gut. Hat so ein bisschen was Klassisches, ein schönes Etikett, schöne, etwas breitere Flasche als eine Standard Liquor Bottle mit so einem kleinen abgesetzten Hals und dem Morrison Logo. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir hier die Fassstärke. Da steht drauf Powerful and Smoky. Und dann noch an den Küsten Islas kollidieren zwei Welten, die wilde See und das Unforgiving Land, das nicht vergebende Land, kräftig und mutig, ausdrucksstark und rauchig, der Geist Islas und der Geschmack von Maha, also der See in dem Fall. Ja, wir haben wahrscheinlich wieder Bourbonfässer, sehr, sehr hell, aber ein bisschen dunkler als der Terra im Glas. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Wie immer werde ich einfach für euch den Whisky jetzt verkosten, also mal die Nase reinhalten, ihn probieren, euch erzählen, was ich wahrnehme. Ich habe auch ein bisschen Wasser schon, wie ihr seht, hinter mir bereitgestellt. Bei 58,2% ist das eigentlich immer eine ganz gute Sache. Also, los geht's! In der Nase wieder rauchig, kräftig rauchig sogar, aber auch sehr, sehr süß. Und fast für mich schon fast süßer, weil vielleicht auch, weil der Alkohol das Aroma einfach mehr rüberbringt, schon fast süßer als die 46% Version. Wirklich so Zucker, Puderzucker, kandierte Sachen, wo ich nicht näher sagen kann, was kandiert ist, aber einfach dieses Zuckrige, dieses Karamellige, was da mit dabei ist. Und dann helle Früchte, ein richtig saftiger, süßer Apfel, der aber nicht mehlig ist. Frag mich nicht, wie ich das riechen kann, aber so von der Assoziation her. Keine Säure mit dabei. Mehr gebäckig in die Richtung so Keksteig, Teilchen, Plunder, Vanillepudding. Und dann halt alles ein bisschen zu lang im Ofen gelassen, im Holzofen, dass da so ein röstiges, rauchiges, trockenes Aroma dabei ist. Ich würde sagen, es ist die gleiche Brennerei. Das Raucharoma ist sehr, sehr ähnlich wie beim Terra. Also wir haben wieder so was holzig-rauchiges, Kamin, Lagerfeuer, aber halt wieder komplett ohne irgendwie Speck oder Lebensmittel oder so was, ja, meaty, ne? Also was Fleischiges, mit dabei zu haben, sondern sehr, sehr straight geradeaus, was den Rauch angeht. Gefällt mir aber sehr, sehr gut. Also, ja. Bisschen tropisch-fruchtig wird er jetzt mit der Zeit. Der ist jetzt schon eine ganze Weile offen und im Glas. Ja, schon fast so eine
so eine Mango oder Ananas, aber er hat nicht diese Säure von der Ananas. Ja, sehr schön, gefällt mir gut. Ich werde ihn jetzt pur probieren. Wir werden dann im zweiten Schritt Wasser hinzugeben, wenn ich denke, dass er das gebrauchen kann. Schön, dass ihr reinschaut. Auf euch. Slange. Oh, herrlich. Sehr, wirklich sehr, sehr schön. Da war die Ananas, eine sehr süße Ananas. Ganz bisschen Säure, ganz viel gezuckert mit dabei. Und dann kommt so langsam, kommt der Rauch raus. Jetzt im Abgang, jetzt habe ich den Rauch kräftig da. Jetzt ist er trockener, ganz bisschen prickelnd und holzig trocken auf der Zunge. Aber unglaublich süß und voll im Glas. Im ersten Geschmack. Ist das wirklich, ja, Trauben, Pfirsiche, reife Früchte, sehr, 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 sehr schön. Vom Alkohol her unglaublich gut eingebunden. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht das Bedürfnis, Wasser hinzuzugeben. Ich mache das einfach mal, damit wir das im Video mit drin haben. Aber ich sage, den kann man wunderbar so trinken. Für den Preis sage ich jetzt schon, kurzes Zwischenfazit, absolute Empfehlung. Bleibt auch jetzt so mittellang bis lang. Ist schön, ist sehr angenehm. Wie ihr merkt, wird ein bisschen trocken im Mund. Da muss ich jetzt so ein bisschen gegen anarbeiten. Aber das ist ja herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hat diese Fruchtigkeit, diese Süße, die da mit drin ist, die mit dem Rauch dann zusammenspielt. Tolle, tolle Variante. Wahnsinn. Ich nehme noch mal einen Schluck pur. Ja, fruchtig, rauchig, so gegrillte Frucht vielleicht, falls ihr das schon mal gemacht habt. Wassermelone oder Ananas kann man ja im Sommer auch schön auf den Grill legen. Sowas mit drin, die Holzkohle mit einer Fruchtigkeit. Wunderbar. Ich mache jetzt Wasser rein. Lass euch kurz warten. Gib ihm auch 2, 3 Minuten, dass das sich alles schön zusammenfügen kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nur 2, 3 Tropfen Wasser drin. Ich habe ja auch gar nicht mehr so viel im Glas. Man sieht, der Whisky ist ein bisschen heller geworden. Und es kommt mehr Holz, mehr Rauch kommt jetzt raus. Ganz spannend. Viele denken ja, Whisky wird immer milder, wenn man Wasser hinzugibt. Ich finde das gar nicht so. Ich finde, Fassstärken können manchmal durchaus kräftiger werden, wenn man Wasser hinzugibt. Manche Whiskys bringt das total aus der Balance. Andere ersaufen quasi. Die verlieren ihren Geschmack und wirken verwässert. Hier haben wir auf jeden Fall mehr Kraft jetzt durch die Hinzugabe von Wasser. Und ein bisschen die Ananas kommt jetzt so ein ganz bisschen mit raus. Ich probiere auf jeden Fall nochmal. Auf euch. Schön, dass ihr reinschaut. Slange. Ja, voll cremig, nicht ölig, aber voluminös. Ein bisschen zurückgefahrener in der Süße. Also es ist so, er ist nicht wässriger geworden. Alle Aromen sind so ein bisschen harmonischer zusammengeführt. Aber er hat nicht mehr ganz so diese Kraft, nicht mehr so diese Power. Ist ja jetzt vielleicht dann in dem Fall auch irgendwie klar. Süße ist noch da, Rauchigkeit ist noch da. Wenn er euch pur zu stark ist, hat man alle Aromen, die er pur hat, jetzt ein bisschen ja unter so einem Schleier von Wasser quasi. Also die Traube ist da, ein bisschen Pfirsich ist da, ein bisschen Südfrucht ist da. Das ist schon alles irgendwo noch da. Der Rauch ist definitiv noch da, aber alles so ein bisschen abgemildert. Trotzdem noch ein schöner Tropfen. Gefällt mir immer noch gut. Fazit, auf jeden Fall für mich die Empfehlung, der Mara für mich von beiden, der deutlich spannendere, spektakulärere, diese Süße aus den Bourbonfässern, wisst ihr ja, gefällt mir auch einfach immer, immer sehr gut. Und ja, von den Secret Islas muss ich sagen, ich habe ja Scarabus-Videos gemacht. Gefällt mir tatsächlich besser als die Skarabäen, wobei die mir schon gut gefallen haben. Also hier macht man mit relativ wenig Geld, natürlich absolut gesehen kann man immer diskutieren,
Aber für einen Whisky relativ wenig Geld, wenn man einen Eiler haben will, kann ich den durchaus empfehlen. Er ist nicht so kräftig, nicht so auf die Schnauze wie ein Classic of Islay zum Beispiel, aber er ist deutlich harmonischer als der Scarabus in Fassstärke. Eine schöne Sache, die hier von Morrison kommt. Und ich finde, da haben sie gute Fässer ausgewählt. Und ich bin mal gespannt, ob der jetzt immer bei 58,2% bleibt oder ob es da halt Batches gibt. In der Fassstärke müsste das ja eigentlich sein, dass sich das dann immer so ein bisschen unterscheidet. Müsst ihr dann selber darauf achten. Von mir auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Gefällt mir sehr gut. Für die, die rauchige Whiskys mögen, definitiv was, wo man für relativ schmalen Kurs hier viel Eiler bekommt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn das so war, dann gerne Daumen hoch, gefällt mir, abonnieren und so weiter. Ihr kennt das alles. Uns würde das sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, habt immer einen guten Whisky im Glas. Ciao.